wir jetzt da? Sind wir ready? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Seid ihr da? Sind wir ready oder was? Alter, wenn nicht alles perfekt läuft. Es muss perfekt sein, bevor wir hier starten. Herzlich willkommen zur krassesten Internet-Talentshow, die es gibt, Freunde der Sonne. Herzlich willkommen an euch alle. Sehr gespannt. Und ich glaube, viele in der Chatbox hoffen jetzt oder freuen sich drauf, was unsere Vanessa Mai heute so anhat, wie sie aussieht. Meine Damen und Herren, hier ist sie. Hier ist die einzig wahre. Hier ist Vanessa Mai. Wow. Okay, ich glaube, warte mal. Ich weiß, ich sehe mich nicht, aber du da. Da ist Vanessa Mai, die echte. Wow, du siehst wirklich aus. Klasse. Du siehst wirklich aus, wie wenn du direkt losgehst auf Konzert jetzt, ne? Ja, ich habe mich hier Primetime, ich habe mich total schick gemacht, nur für dich. Das ist ja Wahnsinn, da ist sie wirklich, du bist echt da. Ey, was für eine erleuchtende Erscheinung auf einmal. Ist ja krass. Das ist ja ultra krass. Ey, wirklich, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ey, was schreiben denn einige, was ist denn mit der Quali wieder schlecht? Warum, wie ist die Quali? Siehst du den Stream? Ja, ne? Ja, ich sehe den. Wie sieht der für dich aus? Gut. Ich bin ein bisschen unscharf, du bist sehr scharf, warum auch immer, sollte andersrum sein, aber... Nee, ich finde, es sieht alles sehr gut aus. Ich bin voll rot, ja. Unscharf. Ja, ich bin voll weiß, mein Gott, warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ey, ich freue mich sehr. Ich glaube, ich freue mich mega. Ja, danke, ich freue mich mega über deine Einladung. Und das Krasse ist, du bist ja auch in meiner Show bald. Du bist ja auf dem Laufband gewesen bei mir, das war mir eine Ehre. Wann kommt das denn? Wann es kommt? Jetzt die nächsten Wochen. Aber du bist das Highlight, weißt du? Ach komm, hör doch. Ja. Du hattest doch richtig geile Leute da. Aaron Troschke hattest du. Du hattest alle. Ja. Ja, aber ich habe den King habe ich auch da gehabt. Ich freue mich total. Und mich würde es auch mega freuen. Vielleicht machst du ja ein Reaction-Video. Natürlich. Das wird, glaube ich, sehr... Ja, sag, sprich ruhig. Es wird, glaube ich, eine sehr lustige Folge. Also, ich weiß nicht, du hast ja auch echt gut geschwitzt. So, am Ende. Also, das kann ich verraten. Du bist... Ja, du hast dich ausgezogen sogar. Sport ist ja auch nichts für mich, Chat. Sport ist nichts, das wisst ihr doch. Ne? Welches Mic benutzt du? Hast du Laptop-Mic oder was? Was habt ihr denn für ein Mikrofon? Ja, da? Ist es schlecht? Ja, also so top ist nicht, ne, Chat? So, oder? Mikrofon. Ne? Hallo? Ja, also ja, ich höre dich gut, aber... Geht, oder? Geht. Geht. Ey, das ist optimal so für dich. Was hast du im Ohr? Ist das dein Kopfhörer oder was? Das sind meine Buds. Deine Buds? Ich bin doch Team Galaxy, weißt du? Du bist Team Galaxy? Oh Gott, ja. Sorry, ey, das ist voll verschickt für mich noch. Wieso? Dass ich quasi das ein bisschen, dass ich mich selber so neben dir und ich bin zu Hause, Jogginghose. Ey, aber ist doch normal, das ist doch das Geile an Twitch, weißt du? Wir sitzen hier und machen jetzt zusammen heute Talentshow. Hast du schon mal gestreamt gerade? Ich bin noch neu. Ja, ich hatte doch diese Amazon, diese Xmas-Show, diese fette, nochmal Shoutout an Amazon, das war echt cool, aber trotzdem so von zu Hause aus und jetzt in deiner Show, das ist voll abgefahren. Es ist, ja, geil. Ey, und Chat ist besser von der Bildqualität her, also wenn ich meinen Stream sehe, ist es eigentlich okay, ne? Chat, also bei mir sieht das alles in Ordnung aus, ne? Sieht das alles gut aus jetzt, ja, ne? Ja, mir ist es auch cool. Ja, aber das ist, ey, es ist halt immer was anderes, ne? Es ist jede Woche was anderes. Jetzt ist gut gerade, sehr gut. Ey, ich glaube auch einfach, weil wir einfach zu viel in den Sachen hier an Qualität hochschrauben wollten, dass zu viel in die Übertragung rein muss, ne? Was ist mit der Quali? Jetzt ist aber gut, ist sehr gut. Ich hoffe, wir kommen. Ja. Hast du schon mal Talentshow gesehen? Deine, meinst du? Ja. Ja, ich hab mich informiert und ich finde es sehr krass. Also ich weiß ja überhaupt gar nicht, wie ich heute durch diesen Abend komme, weil du weißt ja, ich war ja bei DSDS und ich war da so das lebende Ja. Also bei mir, ich sag immer Ja und bei mir ist immer, mich kann man sehr leicht überzeugen. Und du hast so geile Talents dabei, deswegen weiß ich gar nicht. Es ist unfassbar. Es ist ja so, krass, dass 20 Talente zur Wahl stehen und man Freitagabend votet. Und Daniel Lopez aus der ersten Staffel war bis gerade eben noch eigentlich hier mit dabei. Die haben den rausgevotet. Er ist nicht mit dabei heute unter den besten 10. Nein, er ist nicht dabei. Nein. Ach Quatsch. Wirklich, ich hab mich auch gefreut. Die ganz knapp. Krass. Ja, weil ich saß vor dem Fernseher. Ich war da so zwischen Kind und Teenie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange her, 15 Jahre, keine Ahnung. Und Daniel Lopez war halt, ne, erste Staffel. Das war ja sehr intensiv damals, war die erste. Jetzt ist er nicht dabei, so ein Scheiß. Naja, gut.
Ey. So ist es. Ja, also wir werden jetzt immer Talente uns anschauen, ne? Werden die dann, du wirst die zwischendrin bewerten, aber letztendlich entscheidet die Community, wer hier heute weiterkommt, welche zwei im Gott sei Halbfinale Dank. sind, ne? Wieso Gott sei Dank? Ja, ich kann, wie bei mir kommen alle weiter, das ist mein Problem. Ist echt, weil du bist nett, gell? Du kannst, kann, es fällt dir schwer, jemandem zu sagen, ey, das war nix oder so? Naja, also ich finde, konstruktive Kritik ist wahnsinnig wichtig, aber trotzdem spielt es ja mit den Gefühlen der Menschen, ne? Die wollen natürlich an ihrem Traum arbeiten, wollen weiterkommen. Da ist es natürlich schon scheiße, wenn man sagt, ey, ist nicht so. Das Ja. trifft einen natürlich, weil für den ist es ja, bedeutet es ja voll viel. Ich weiß nicht, wie bist du? Bist du so knallhart? Nein. Alles, was ich mir Nein. angeguckt habe, du bist voll weich gewesen. Ich bin ja, Naja. ja, ich bin ja auch lieb, weil ich ja weiß, die sind aufgeregt, die freuen sich, dass sie hier dabei sind. Dann hast du hier irgendwie dich sitzen oder ein Sido. Sido ist knallhart, ne, Chat? Sido haut knallhart raus, ne? Sagt, Das nee. habe ich auch Ja, gesehen. ja. Ja, der sagt einfach, du, das ist nichts und so, ne? Ich bin einfach lieb. Du weißt doch, ist doch ganz. Aber ey, sag ruhig, ne? Du musst schon ehrlich sein, ne? Das machst du auch schon. Du wirst, es wird schon. Ja, nein, das mache ich schon. Wenn die Community mir nicht den Kopf abreißt und nachher sagt, ey, Frau Mai, nie wieder, dann bin Krass. ich ehrlich. Wir haben Vanessa Mai heute dabei, Chat, ne? Vanessa Mai ist heute mit am Start, ne? Es ist mir eine Ehre. Du bist ja der Twitch King. Aber du bist der Schlager, du Ja, bist die klar. Schlagerkönigin, oder? Nenn mich, wie du willst. Weißt du, bei Okay. mir ist Musik, ist für mich Musik. Mir ist eigentlich wurscht. Ey, guck mal, guck Ob mal, Schlager oder was anderes. wenn ihr euch das Bild von ihr anguckt, wie sie aussieht und dann mich, ne? Ja, aber warte mal, ich bin auch so weiß. Jetzt warte mal kurz, Nein, ich muss lass mein so. Licht Ey, runterdrehen. Chat, ist doch super so, oder? Weißt Ist super so, ne? du? Und sie macht tolle TikToks, schreibt jemand im Chat. Ja, sie macht tolle TikToks, ne? Oh, ja, so ist besser. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so weiß. Mach So mal ein. rot wie du, ich komme da leider nicht ran an dich, aber. Das ist nur die Kamera. Ey, ich sag dir, das ist bei mir die Einstellung auch. Das soll so sein. So ein bisschen Sonnenbrand, weißt du, ist doch geil, oder? Ja, ich habe dich ja in Real vor mir gehabt, also War ich bist schon doch. immer so rot, ne? Ja, wenn ich bei dir nur auf dem Laufband rumspringe. Noch rot. Oh Gott. Alter, das war so krass. Das Ey, dass Konzept. du keinen Herzinfarkt bekommen hast. Nee, ey, Ah. das Konzept war auch wirklich, da dachte ich auch, mein lieber Mann, ey, wie soll ich das durchhalten, ne? Wie soll ich das ohne Scheiß, wie soll ich das aushalten, ne? Aber ich war so stolz auf dich wirklich. Du hast da noch ein paar Sprüche gekloppt, deswegen alles richtig gemacht. Sehr Bin gut. sehr stolz. Wir gucken jetzt mal rein. Das sind unsere 10 Talente. Die haben es geschafft. Daniel Lopez ist nicht mit dabei. Es ist unfassbar. Sortiert sind sie von schlecht Crazy. nach gut. Also es gibt hier heute eine, auf die alle hier, die hat, glaube ich, einen riesen Fanclub. Kim. Wo sind die Kim-Fans? Die Kim-Fans sind irgendwie. Ey, die hat auch so viele Votings im Pre-Vote hat noch keiner gehabt, ne? Also ich bin echt gespannt. Ich habe mir alle Videos angeguckt. Das ist so ein Krass. bisschen Deutsch-Rap-mäßig, ne? Deutschrap-mäßig, ne, Chat? Ich kannte sie nicht. Dann, das sind sie alle, ne? Es geht los mit einer Frau. Ich würde sagen, ey, wir müssen 23:30 durch sein. Normalerweise verlabere ich mich immer. Deswegen, ey, wir versuchen heute. Aber eigentlich habe ich es immer geschafft, pünktlich genau. Du hast ja Zeit, oder? Heute. Ich bin nur für dich da und für euch. Du bist bei dir daheim, ne? Komplett. Ja, komplett. Ich bin. Du Knossi ist. doch Ja, klar. Knossi ist nervös, schreibt jemand. Natürlich bin ich nervös. Selbstverständlich, ist doch ganz klar. Ich bin vor der Talentshow immer nervös, weil ich auch nie weiß, was passiert, ne? Weil ich das erste Mal jetzt auch so viel Zeit auch mit Vanessa Mai heute verbringe, versteht ihr? Coroma schreiben auch viele rein. Ist auch ein Favorit oder was? Quali wie 2001. Ich Habe ich weiß nicht, auch woran es gesehen. liegt. Levent, woran liegt es? Dass die Qualität so minder bemittelt ist, ne? Können wir uns die Tests eigentlich vorher Weiß ich sparen? nicht, das liegt nicht an mir. An dir liegt gar nichts, an dir, du hast dich, du bist, das ist alles top, ne? Mach dir gar keine Gedanken. So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Kandidaten. Ja, ich kann nicht warten, bitte. Ja, warte, 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 die erste Kandidat, meine Damen und Herren. Jay Ottoman, bist du in der Leitung? Schiebst du uns die Kandidaten rein? Abend, ich bin am Start. Hast du gesehen mit den Pixels? Ja, ist bei mir aber auch so. Warum? Deine Bitrate droppt. Wieso Schau droppt mal die? ab. Bei mir steht aber unten 30 FPS. Daneben steht noch die Bitrate. Da kannst du ja mal gucken, wenn das hoch und runter springt. 1100. Woran liegt das? Ich noch nie gehabt. 1100 Bitrate. Warum ist das so? Das ist komisch. Ich habe nichts gemacht, ne? Ich habe nichts an dem Computer verstellt. Levent hat rumgeschraubt. Ich will immer nur mal sagen, ne? Mit dem vorher testen. Toll. Internetdreck. Kann doch nicht sein, ich bin doch immer. Vielleicht hast du irgendein Programm, was downloadet? Nein, 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 ich habe nichts, was downloadet. Ich habe nichts, was irgendwie runterlädt oder so. Nichts. Hier ist nichts offen an dem Computer, ne? Bis Ist auf nichts offen. Streamlast, dein eigener Stream,
an. Ansonsten einmal den einfach pausieren, den brauchst du ja nicht. Nein, ist nichts an, ist nichts an. Okay. Ich schau nochmal, nee, ist nichts an. Ist alles aus. Alles entspannt, alles wie immer, ne? Frau soll winken, Bambusleitung. Es kann doch nicht sein, Freunde der Sonne, es kann nicht sein. Es geht ja nicht um den Download, sondern um den Upload, ihr Puffis, richtig. Frau soll mal winken, da hat sie gewunken. Guck mal, Vanessa Mai. Alter. Downloads habe ich auch nichts an, gar nichts. Hier ist nichts an, ne? Hier ist nichts an. Aber mir kann wirklich nichts liegen, ne? Ich bin ja hier voll der Nein, an dir kann nichts liegen, ne? Muss vielleicht Bitrate einstellen, Neustart. Ich kann jetzt nichts mehr einstellen, ne? Das bringt jetzt auch nichts mehr, ne? Das bringt jetzt schwankt, nichts. Sagt Levin. Levin sagt, schwankt bei dir, liebe Trate. Eieiei. Läuft klasse, liegt, gucke über TV, immer alles gut. Ne, aber ist alles gut, oder? Oder? Geht das so oder nicht? Kommentare sind ja geil. Also ich bin scharf. Geil. Nee, läuft doch, geht gut, alles klar. Dann lass uns einfach loslegen. Ne? Guckt unten auf dem Zahnrädchen, da könnt ihr auch ein bisschen einstellen. Ne? Jeder Zuschauer für sich. Unten auf dem Zahnrad, ne? Da könnt ihr auch checken. Ne? Okay, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir holen die erste Kandidatin rein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sie hat Daniel Lopez noch schnell überholt. Ne? Sie ist schuld.